Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Fabienne Buleich. Hallo Fabienne, du bist ja nicht das erste Mal hier, aber vielleicht magst du dich trotzdem mal vorstellen. Hallo Emilia. Ja, ich bin Fabienne Buleich und ich veröffentliche meine Romane unter dem Autorennamen F.E. Buleich. Ich schreibe seit über 15 Jahren, also beschäftige ich mich mit dem Schreiben. Ich habe viele Kurse gemacht an der Volkshochschule. Ich habe Schreibcoachings besucht. Zuletzt habe ich jetzt einen Fernlehrgang zum Buchautor absolviert. Und jetzt, schreibe ich und veröffentliche ich unter F.E. Buleich. Ja, ich bin gelernte Schädlingsbekämpferin, dann Bürokauffrau und habe dann auch noch Informatik studiert. Habe also viele Interessen, bin Imkerin und habe einen Garten. Und all diese Sachen, die mir so begegnen, lasse ich gerne in meine Geschichten einfließen. Dabei interessieren mich halt auch so moralische Grautöne oder Dinge, die ich für wahr und richtig halte. Da frage ich ganz gerne in den Büchern und lasse meine Figuren auch mal interessante Entscheidungen treffen. Möchte ich mal so formulieren. Genau. Ja, so viel zu mir. Mensch, bei dir ist ja richtig was los. Du hast ganz viele Berufe gelernt, hast ganz viele Hobbys. Also da war irgendwie klar, dass du Autorin wirst, ne? Ja, ich glaube, ja, das ist, wenn man sich für vieles interessiert, dann ist das schon, glaube ich, und das auch weitergeben möchte oder ja, irgendwie was draus machen möchte, dann bietet sich das an. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Heute habe ich Buch 2 aus meiner Berlin Haunted-Reihe mitgebracht mit dem Titel Runenhexe. Dabei handelt es sich um ein Fantasy-Abenteuer. Und da lese ich jetzt einfach mal den Klappentext vor, um einen kurzen Einblick in die Geschichte zu geben, wenn das okay ist. So. Die Überfälle des wiedererwachten Voodoo-Priesters Comte Badawi und seines Gefolges liegen noch nicht lange zurück. Berlin erholt sich nur allmählich von dem Schock. Zwar wurde der Seelenbinder unschädlich gemacht, doch bei allen, die mit ihm in Berührung kamen, sind Narben geblieben. Das gilt auch für Lilo. Mit anderen jungen Leuten wurde sie in die Villa des Seelenbinders gebracht. Doch sie ist die einzige, die von einer mysteriösen Hexe verschleppt und tätowiert wurde. Monate danach besucht sie mit Freunden eine Halloween-Party. Dort verursacht sie eine Katastrophe, als ihr Stirntattoo aktiviert wird. Unter den Gästen befindet sich auch Tawe, ein Angehöriger der Voodoo-Gemeinschaft und Dämonenjäger des Nyang. Die sich überschlagenden Ereignisse führen die beiden zusammen. Womit er nicht rechnet, ist, dass er sich bald einer weitaus gefährlicheren Herausforderung stellen muss als der Werwolfjagd. Denn fern der Heimat ist die Kraft der Vulkane unerreichbar für ihn und nicht nur die Kälte Berlins kriecht ihm unter die Haut. Nach anfänglicher Ablehnung begreifen sie, dass nicht nur die Geister aus der Welt des Voodoo sich über Berlin austauben, sondern auch germanische Götter. Alles deutet auf einen Machtkampf in den Geisterwelten hin. Die Frage ist, ob Lilo und Tawe zum Spielball der übernatürlichen Akteure werden oder ob sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Das ist so das Intro, das hoffentlich neugierig macht. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt neugierig auf den Leseteil. Sehr schön. Genau. Gut, ich fange einfach vorne an. Kapitel 1. Marie. Berlin 1929, Juli. Der Vollmond war bereits untergegangen und die Kerzen brannten nicht mehr. Nur die Sterne glitzerten kalt am dunklen Nachthimmel. Ihr kristallenes Leuchten brach sich in den riesigen Glasfenstern des viktorianischen Wintergartens. Zwischen den Bananenstauden und den Palmen in ihren Pflanztrögen hingen Käfige. Doch weder die Affen noch die Papageien gaben ein Laut von sich. Der Zigarrenqualm und die exotischen Düfte von sanfter Vanille und honigsüßem Yang Yang hatten sich bereits vor Stunden in der Sommernacht verloren. Zwischen den umgestoßenen Bistrotischen und den Glasscherben bäumte Marie sich keuchend auf, als der erste Atemzug seit Stunden ihre Lungen füllte und ihr geheiltes Herz wieder zu schlagen begann. Der Schmerz des Todes pulsierte noch durch ihre wiedererweckten Muskeln. Doch sie war zurück. Sie hatte gesehen, was nach dem Sterben kam. Aber ihr Geliebter hatte nicht zugelassen, dass sie dort blieb. Badawi, flüsterte sie in die Stille des Raums. Ihr Hals schmerzte.
Mit zitternder Hand berührte sie ihre Kehle. Aber da war nichts. Sie hatte einen tiefen Schnitt erwartet. Warum nur? Wie lange lag sie schon hier? Sie blickte sich um. Die dunklen Flecken auf dem Boden waren in der Finsternis kaum zu erkennen. Dann sah sie an sich hinunter. Über ihrem Herzen befand sich eine frische Narbe, die sich wund anfühlte. Jede Faser ihres Körpers schmerzte. Die Kälte des Bodens klammerte sich an ihren starren Leib. Ihre Füße und Hände kribbelten, als das Blut in sie hineinströmte. Ihre Haut war blass und schimmerte bläulich. Sie konnte die Adern deutlich erkennen. Irgendwie überraschte sie das. War sie ein Geist? Langsam stand sie auf und fand ihr Gleichgewicht. Sie strich ihren gemusterten Rock glatt und überlegte, woran sie sich erinnerte. Da war nur sein Gesicht. Der Horror über ihren Tod stand in seinen Augen. Hatte er geweint? Sie meinte, sein Schluchzen gehört zu haben. Wieder untersuchten ihre klammen Finger ihren Hals. Kein Schnitt. Aber da war diese Narbe auf ihrem Brustkorb. Dann erinnerte sie sich doch. Wilhelmina, ihre Schwester, hatte ihr mit einer Scherbe das Herz zerrissen. Marie schluckte die bittere Erkenntnis hinunter. Ihr Magen krampfte. Ein unbändiger, hohler Hunger klaffte in ihrem Körper wie ein Abgrund und verdrängte jede weitere Erinnerung. Sie fand Schüsseln mit Obst, Bratkartoffeln, Gemüse und Gulasch im hinteren Teil des Wintergartens. Das Geschirr klirrte in der Stille, als sie aus jeder Schüssel etwas nahm. Sie tauchte ihre Finger in die Soßen und probierte. Ein Feuerwerk an Geschmack entfaltete sich in ihrem Mund. Leider war alles kalt und sie wusste nicht, wie lange es schon hier stand. Doch selbst die toten Fliegen spielten gerade keine Rolle, denn sie starb geradezu vor Hunger. Und da wurde ihr klar, dass sie kein Geist war. Also griff sie nach der erstbesten Gabel, fischte die Insekten aus dem Gulasch und aß gierig. Ungeachtet jeder Etikette verschlang sie alles, was ihr zwischen die Finger kam. Das Essen spülte sie mit schalem Champagner direkt aus der offenen Flasche hinunter. Nach ihrem wilden Mahl musste sie aufstoßen und ihr wurde übel. Marie sackte zurück auf den Boden und hielt sich den Bauch. Er drohte zu platzen, aber sie wollte das Essen nicht wieder hochwürgen. Ihre zerzausten Haare fielen ihr ins Gesicht. Sie schienen so wirr wie ihr Verstand. Als es kälter wurde und der Krampf in ihrem Bauch es zuließ, schlang sie ihre nackten Arme um die Beine und bog sich sanft vor und zurück. Es war ein so schöner Abend gewesen. Sie hatten getanzt. Warum habt ihr mich getötet? Sie drückte ihre Augen auf die Knie. Tränen rollten nass ihre Oberschenkel hinunter. Warum hast du das zugelassen, mein Liebster? Ihre hemmungslosen Schluchzer zerrissen die Totenstille der Halle. Dann erbrach sie sich doch. Marie wusste nicht, wie viele Stunden sie auf dem Boden des Wintergartens verbracht hatte, bevor sie wieder aufstehen konnte. Die Morgendämmerung setzte ein. Der Garten erwachte zum Leben. Der Geruch des Erbrochenen verätzte ihr vehement die Nase und trieb sie endgültig vom Boden hoch. Immer noch hoffte sie, dass jemand sie finden würde. Die ersten Vögel begannen zu singen. Die Äffchen in den Käfigen, die unter dem Dach hingen, streckten ihr die Ärmchen durch die Gitter entgegen und machten bettelnde Laute. Wahrscheinlich hatten sie Hunger. Doch Marie konnte sich jetzt nicht um die Tiere kümmern. Sie musste herausfinden, was geschehen war und wohin alle verschwunden sein konnten. Warum nur kam ihr niemand zur Hilfe? Langsam wanderte sie durch die verlassenen Räume. Ein Samtband, an dem der Mottenanhänger ihrer Schwester hing, war um die Türklinke zu seinem Arbeitszimmer gewickelt. Merkwürdigerweise konnte sie die Doppeltür nicht öffnen, gleichgültig wie sehr sie daran rüttelte. Badawi, ihr Geliebter, schloss diese Tür nie ab. Als sie das Ohr an das Holz legte und lauschte, meinte sie, Geräusche zu hören. »Hallo? Ist jemand da drin?« rief sie. Keine Antwort. Stattdessen ein Kratzen auf der Innenseite. Erschrocken wich sie zurück. Was war dort eingesperrt? Sie erschauderte und lief hinaus in den Garten. Auf der Rückseite des Hauses befand sich ein Fenster zu dem Zimmer. Enttäuscht stellte sie fest, dass die Vorhänge zugezogen waren. Vor dem Fenster blühten weißer Lavendel, Salbei und dicht gefüllte kaminrote Strauchrosen. Die Dornen hielten sie davon ab, näher heranzugehen, um gegen die Scheibe zu klopfen. Also warf sie Steinchen, aber niemand reagierte. Sie war allein. Angst hüllte ihr Herz aus. Irgendjemand musste ihr helfen. Sie eilte zurück ums Haus und nahm dann den gepflasterten Weg Richtung Gartentor. Die Umgebung verschwamm vor ihren Augen. Ihr wurde schwindelig. Sie sollte nicht rennen. Sie war noch zu schwach. War der Weg länger geworden? Marie wurde langsamer, ging aber immer weiter. Für einen Moment schloss sie die Augen. Als sie sie wieder öffnete, lief sie auf die Haustür zu. Wie war das möglich?
Sie versuchte es ein weiteres Mal und danach noch einmal. Immer passierte dasselbe. Ihr wurde schwindelig und jedes Mal, wenn der Schwindel nachließ, stand sie vor ihrer Haustür oder irgendwo im Garten. Es war ihr nicht möglich, zum Tor zu gelangen. Eine Welle von Panik überkam sie und ließ sie zitternd zurück. Sie war allein und gefangen. Irgendjemand hatte sie auf geheimnisvolle Art und Weise eingesperrt. Aber warum? War sie etwa doch tot? Und dies alles nur eine andere Art Hölle als das Schlachtfeld, dem sie entkommen war? Ein verzweifelter Schrei entrang sich ihrer Kehle. Dann brach sie weinend zusammen, bis sie wimmernd am Boden lag und in den Himmel starrte. Eine Taube flatterte plump in die Eiche hinter ihr. Dann gurrte sie in ihrem eigenen Takt. Telefon! Das Wandtelefon! Sie würde Hilfe rufen! Schnell war sie wieder auf den Beinen und rannte zurück ins Haus. Mit zitternder Hand nahm sie den schwarzen Ohrschmuck von der Gabel aus Messing und redete deutlich in das Mundstück. Hallo, Fräulein? Guten Morgen, mit wem kann ich Sie verbinden? Eine Welle der Erleichterung schwappte in ihr Herz. Etwas in ihr löste sich. Sie lächelte unwillkürlich. Nie hatte sie die Stimme eines anderen Menschen so sehr ersehnt. Bitte schicken Sie die Polizei, ich bin in meinem Haus gefangen. Einen Moment, ich verbinde Sie sofort, erwiderte die Dame am anderen Ende der Leitung. Es funktionierte, sie war gerettet. Nach ihrem Anruf setzte sie sich auf die Stufen vor der Eingangstür und wartete. Dort saß sie, bis die Sonne hoch am Himmel stand. Doch niemand kam. Wie lange braucht die Polizei normalerweise für so einen Einsatz? War ihnen die Dringlichkeit nicht bewusst? Schließlich gingen sie zurück zum Telefon und ließ sich wieder mit der Polizei verbinden. Ich habe vor Stunden angerufen, empörte sie sich. Wann kommen Sie vorbei und Sie schon wieder? Fräulein Unruhestifter, fiel ihr der Beamte ins Wort. Es ist eine Straftat, falsche Notrufe abzusetzen. Wissen Sie das? Wenn wir Sie erwischen, können Sie mit einer Anzeige rechnen. Es verschlug ihr die Sprache. Aber was reden Sie denn da? Ich bin in meinem Haus und komme nicht raus, stieß sie hervor. Dann verfiel sie in einen bettelnden Ton. Sie müssen mir helfen, bitte. Ich flehe Sie an. Am anderen Ende atmete der Mann tief ein und aus. Sie geben nicht auf, was? Wir haben keine Zeit für solche Faxen. Wir waren an der genannten Adresse. Dort befindet sich kein Haus, nur ein verwildertes Waldgrundstück. Finden Sie es lustig, die Polizei derart in die Irre zu führen? Jetzt musste sie schlucken. Sie finden das Haus nicht, aber, stotterte sie. Da fällt Ihnen nichts mehr ein, was? Treiben Sie Ihre Späße lieber mit jemand anderem. Damit legte der Polizist auf. Marie hing den Hörer zurück an den Telefonautomaten. Wie betäubt nahm sie ihre Umgebung nur stumpf wahr. Sie finden das Haus nicht, kreiste es in ihrem Kopf. Wen sonst als die Polizei könnte sie anrufen? Sie kannte niemanden, der ein Telefon besaß. Außerdem wussten ihre Familie und ihre Freunde nicht, dass sie und ihre Schwester Badawi begegnet waren und nun in seinem Haus wohnten. Ihre Eltern hätten das nicht gebilligt. Und daher hatten sie niemanden aus ihrem alten Leben eingeweiht. Das hatte Minna so gewollt. Sie zermarterte sich das Gehirn, wen um Himmels Willen sie anrufen könnte. Eine beängstigende Gewissheit schlich sich in ihr Herz. Das erste Mal in ihrem Leben hatte sie niemanden. Weder ihre Eltern noch einen Liebhaber, sie schluckte schwer. Oder ihre Schwester. Minna hatte sie im Stich gelassen. Ihre Knie wurden weich. Es gab keinen, der das hier für sie regeln würde. Sie war auf sich allein gestellt. Kapitel 2. Awe. Haiti. Heute. Juli. Eine leichte Brise wirbelte Staub auf. Der ausgetrocknete Feldweg führte zwischen Trümmern und tropischer Vegetation entlang. Hier in der Nähe des Dorfes La Yongfong, das fernab aller Touristenpfade lag, hatten Tawe und sein Lehrer eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Die Tagestemperaturen an diesem Nachmittag im Departement Süd der Insel Haiti betrug angenehme 27 Grad Celsius. Madame, was haben Sie gesehen? Odion Asante Dembele stand vor den Trümmern eines Hauses aus unverputzten Backstein und Wellblech. Er sprach ruhig ein auf die Frau mit dem bunten Kopftuch, die stoisch in den Überresten ihrer Hütte nach etwas Brauchbarem suchte. Tawe wartete direkt hinter ihm und hörte zu, wie sein Lehrer geduldig versuchte, von der Frau Informationen über den Girouche zu bekommen. Der gepflegte Bart des über 50-Jährigen war bereits weiß wie sein akkurat getrimmtes Haupthaar. Sein helles Haar stand im Kontrast zu der dunkelbraunen Haut. In dem eng anliegenden khakifarbenen Louis Vuitton-Hemd und der dazu passenden luftigen Hose wirkte er in all der Zerstörung und dem Staub fehl am Platz. Sein Lehrer machte einen ebenso eleganten wie vertrauenswürdigen Eindruck.
aber Tawe kannte seine kaltblütige Seite. Trotz seines Alters war Odion gut trainiert. Man sah es an seiner selbstsicheren Körperhaltung. Seit seinem 9. Lebensjahr bildete Odion ihn zu einem Dämonenjäger des Niang, dem Geheimbund des Königs von Punt, einem königreichen Kamerun, aus. Tawe hatte das erbarmungslose Wesen seines Lehrers schnell fürchten gelernt. Aufgabe des Niang war es, durch die Welt zu reisen und besonderen Zutaten für den magischen Markt zu besorgen. Odion ging es um die Magie und den Ruhm, aber Tawe mochte den Gedanken, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und was war geeigneter, als Dämonen zu jagen und zu vernichten? Wenn Odion dann noch Teile von denen zu Geld machen konnte, war ihm das nur recht. Sein Lehrer betonte außerdem immer wieder, dass es auch darum ging, das Erbe des Königreichs, nämlich das Wissen um magische Wesen und ihre Bekämpfung, zu bewahren. »Madame, wo ist Ihr Sohn Patrice?«, versuchte es Odion erneut. Sie stützte ihre Hände auf die Hüften und schaute eine Weile zum Himmel. Dann blickte sie ihn endlich an. »Patrice ist fort, und es ist meine Schuld, dass er meinen Sohn geholt hat.« Nach ihrem Geständnis sackte sie wieder in sich zusammen und stocherte weiter in den Trümmern ihres Hauses. Tawe meinte, sie seufzen zu hören. »Wir kommen hier nicht weiter«, murmelte Tawe. Zwar wusste er, dass er sich mit solchen Kommentaren zurückhalten sollte und dass Odion in den meisten Fällen durch Geduld und wenn nötig mit Gewalt seinen Willen bekam, aber langsam wurde er dieser Befragung überdrüssig. Sein Einwand lief ins Leere. Odion bedeutete ihm, mit einer Geste sich zu gedulden. Dann drehte er sich wieder zu der Frau, die sich am anderen Ende des Trümmerhaufens hingesetzt hatte. »Wir sind hier, um zu helfen. Wenn wir schnell sind, werden sie ihren Sohn bald wieder in den Armen halten«, rief er ihr zu. Tränen sammelten sich in den vom Staub rot geäderten Augen der Frau. Feucht schimmerte es über ihren Lippen. Sie holte ein Foto aus ihrer Schürze und hielt es Odion hin. Darauf war ein freundlich grinsender Knabe abgebildet, der vor dem unbeschädigten Haus stand. Mit einer hilflosen Geste rieb sie sich über das Gesicht. »Der Dämon sah aus wie Yonel, mein Nachbar. Ich sah, wie Patrice zu ihm gelaufen ist. Er trug nur einen Schuh. Den anderen habe ich gerade aus den Trümmern geborgen.« Sie griff neben sich und zeigte Odion den abgenutzten Kinderschuh. »Ein Truck startete, als ich mich nach Patrice umsah, waren beide fort. Das Auto fuhr weg. Mein Nachbar sagt, dass er nichts damit zu tun hat. Er wäre die ganze Zeit bei seiner Schwägerin gewesen.« Sie kniff die Augen zusammen, hielt sich die Hand vor den Mund und schüttelte fassungslos den Kopf. Dann gestand sie endlich, was sie vermutete. »Es war ein böser Geist, Monsieur. Ein Jeu Rouge mit dem Gesicht meines Nachbarn. Ich habe meinem Kind einem Dämon überlassen.« Mit zittriger Hand rieb sie ihre müden Augen. »Madame, wir werden den Jeu Rouge finden und töten. Deshalb sind wir hergekommen. Können Sie sich erinnern, was für ein Auto es war oder in welche Richtung Sie gefahren sind?« Seufzend schüttelt sie den Kopf. »Nein, Monsieur, ich weiß nur, dass es ein ziemlich verrosteter Pickup-Truck war. Sie sind die Straße hinuntergefahren und zwischen den Trümmern verschwunden. Ich konnte sie nicht einholen. War wie erstarrt. Ich habe mein Kind einem Dämon überlassen.« Am ganzen Körper zitternd, schluchzte sie leise in ihr staubiges Kleid. Tawe sah ihr die Erschöpfung an. »Wir werden tun, was wir können, um ihren Sohn zurückzuholen«, stieß er hervor. Sofort spürte er Odions mahnenden Blick auf sich ruhen. Dann ließen sie die Mutter mit ihrer Verzweiflung allein zurück. Mit ein paar Schritten Abstand folgte er Odion die Straße hinunter. »Du darfst sie keine Versprechen geben. Versprechen bedeuten immer eine Schuld, Tawe. Die tut mir leid, ich wollte dir helfen. Außerdem habe ich auch nur versprochen, dass wir tun, was wir können.« Er fuhr sich mit den Fingern entlang seiner Haarlinie. Obwohl die kurz geflochtenen Zöpfe verhinderten, dass sich seine Haare verlegten, hatte er sich diese kontrollierende Geste angewöhnt. »Mit deinem Versprechen schenkst du nur falsche Hoffnung. Der Junge ist seit 3 Tagen vermisst. Der Jeu Rouge wird ihn schon längst ermordet haben. Alles, was wir tun können, ist, ihn zu rächen«, beendete Tawe den Satz und erntete ein Kopfschütteln. »Nein, alles, was wir tun können, ist zu verhindern, dass noch ein Vater und eine Mutter ihr Kind an einen Werwolf verlieren.« Das hörte sich für Tawe nach keinem großen Unterschied an. »Wie ist der Plan?« Odion antwortete ihm nicht, sondern ging schweigend weiter zu ihrem gemieteten SUV. Dort angekommen, öffnete er die Heckklappe und verstaute den Kinderschuh in einer der Taschen im Kofferraum. Tawe setzte sich hinter das Steuer. In dieser abgelegenen Berggegend ließ Odion ihn zur Übung fahren. Vorsichtig startete er den Wagen und fuhr langsam über die freigeräumte Schotterstraße in die Richtung, in die Patrice' Mutter gewiesen hatte. Links und rechts von ihnen war die Zerstörung, die der letzte Hurricane vor einer Woche angerichtet hatte, überall zu sehen. Das hier war der perfekte Jagdgrund für einen Werwolf und die perfekte Trainingsstrecke für einen Fahranfänger. »Tawe, weißt du noch, was ich dir über die Jeu Rouge erzählt habe?« Odion zog den Kragen seines Hemdes zurecht. »Sicher will er wissen, wie man den dämonischen Werwolf tötet«, mutmaßte Tawe und erwiderte,
Ein Girouge kann nur durch pures Eisen verletzt werden. Das gilt dann, wenn er in Wolfsform ist. Aber du hast die Frau gehört. Dieser hat die Gestalt ihres Nachbarn angenommen. Er ist gerissen und böse. Es ist ihm wichtig, dass die Mutter leidet. Sie hat ihm ihr Kind überlassen. Alles ist ihre Schuld. Kavi nickte nur. Der Girouge war ein Gestaltwandler, der Katastrophen nutzte, um den Überlebenden noch mehr Leid zu bringen und im allgemeinen Chaos oft davonkam. Odion und er waren hier, um dem Treiben dieses Girouge ein Ende zu bereiten. Der Weg führte in die Berge und in die Gegend des Nationalparks mit den Palmen und Farnen der Nebelwälder, die einst die gesamte Insel bedeckt hatten. Er jagte über die Schotterstraße. Hinter einer Kurve endete sie abrupt vor einem Loch. Obwohl er sofort bremste, rutschte der Wagen weiter. Er lenkte stark nach links und zog die Handbremse. Das Auto drehte sich zur Seite und kam schlitternd quer vor der Abbruchkante zum Stehen. Odion schaute erst die Abbruchkante vor seinem Fenster hinunter, dann mit einer hochgezogenen Augenbraue zu Tarway und meinte, hier steigen wir wohl aus. Okay. Er legte den Rückwärtsgang ein, um das Auto von der Kante wegzumanövrieren, damit Odion aussteigen konnte. Aber der stoppte ihn. Nein. Ich denke, ich klettere zu deiner Seite rüber und du bist für heute fertig mit Fahren. Gerade hat es so viel Spaß gemacht. Wir können auch zurückfahren. Vielleicht haben wir eine Abfahrt übersehen. Haben wir nicht. Während du versucht hast, uns umzubringen, habe ich auf die Umgebung geachtet. Der Vorwurf in Odions Stimme ließ ihn kalt. Er hatte den Wagen doch im Griff und rechtzeitig gebremst. Etwas enttäuscht von dem fehlenden Vertrauen in seine Fahrkünste stieg er aus und ließ seinen Lehrer aus dem Wagen klettern. Dann suchten sie die Umgebung nach Reifenspuren ab. Die Straße wurde wahrscheinlich beim Sturm unterspült. Erdrutsche sind hier häufig. Der halbe Urwald ist schon fortgespült, sagte Odion. Aha, gab sich Tawi interessiert, während er in die Ferne blickte, wo sich das tiefblaue karibische Meer bis zum Horizont ausdehnte. Aufgeregtes Flattern hinter ihm erregte seine Aufmerksamkeit. Zwei Vögel stritten in den Baumwipfeln. Anders als bei den zerstörten Häusern wuchs hier dichter Urwald mit hohen Bäumen, Orchideen und Farnen. Vogelgesang und hohes, scharfes Pfeifen war zu hören. Tawi sah einen der schrillen Sänger. Es war eine violett schimmernde Amphibie mit blauen Augen, ein Räuberfrosch. Das Tier klebte an einem der moosbewachsenen Steine neben der Straße und ließ seinen insektenartigen Ruf ertönen. Als es Tawis Anwesenheit bemerkte, wurde es still. Dann verkroch der Frosch sich zwischen den Steinen. Irgendwo im Dickicht plätscherte Wasser. Die Luft war schwer und warm. Es roch nach feuchter Erde und Holz. Nichts wies auf die Anwesenheit einer übernatürlichen Kreatur hin. Hier sind gebrochene Äste, rief er. Odion blickte von der anderen Straßenseite zu ihm hinüber. Er untersuchte das gesplitterte Holz mit den Fingern. Grobkörniger roter Abrieb blieb auf seinem Daumen kleben. Da ist Rost dran. Er muss mit dem Auto den Abhang hinuntergefahren sein. Nein, erwiderte Odion bestimmt. Er warf seinem Lehrer einen fragenden Blick zu. Der stand über der Fahrbahnabsenkung, drückte einen Strauch beiseite und sagte, hier sind Fußspuren. Er ist weiter den Berg hinauf. Sollen wir das Auto suchen? Erwiderte Tawi. Natürlich hoffte er, den Jungen nicht tot vorzufinden, denn er wollte der Frau ihr Kind lebendig zurückbringen. Nein, wir suchen einen Platz, um den Girouge zu rufen. Odion ging zurück zu ihrem Mietwagen. Dort wechselte er sein Hemd gegen ein schwarzes Funktions-T-Shirt, wie Tawi eins trug, und legte seine Weste an. Dann nahm er eine der Taschen vorsichtig aus dem Kofferraum. Tawi trat zu ihm, öffnete den Rucksack mit den Waffen und legte das Halfter an. Dann verstaute er seine Beretta im Holster an seinem Oberkörper, nur für den Fall, dass das Monster auf sie warten würde. Als nächstes nahm er den Rucksack und schulterte den Ring aus reinem Eisen. Odion legte sein Messer bei einer Jagd nie ab. Sie folgten der Spur mehrere hundert Meter bergauf durch das Dschungelgestrüpp, bis sie sich auf einer kleinen Lichtung verlor. Wohin hatte der Girouge das Kind verschleppt? Es dämmerte. Er wusste, dass die Nacht schneller kam, je näher sie dem Äquator waren, weil die Sonne hier beinahe senkrecht unterging. Und Haiti lag nur einen breiten Grad höher als seine Heimat Kamerun. Er schätzte, dass in knapp 20 Minuten die ersten Sterne am Nachthimmel leuchten würden. Sie mussten sich beeilen, denn die geschärften Sinne des Wolfsdämons waren schon bei Tageslicht den ihren überlegen. Odion stellte seine Tasche auf den Boden. Der Ort ist gut geeignet, um herauszufordern. Und der Junge? Wird er gezwungen sein, ihn mitzubringen? Geh nicht davon aus, ihn retten zu können, Tawi. Wir sorgen dafür, dass der Dämon kein Kind mehr holen kann. Nur das ist sicher. Ich will ihn aber retten, ging es Tawi dennoch durch den Kopf.
während er seine von der Last befreiten Schultern lockerte. Er verstand nicht, warum Odion so darauf erpicht war, ihm klarzumachen, dass der Junge nicht zu retten sei. Genau das war doch ein guter Grund, wenn nicht gar der Beste, sich in solch eine Gefahr zu begeben, das Monster aufhalten und das Kind retten. Aber Odion lebte schon immer nach seinen eigenen Grundsätzen und Tabe war nicht in der Position, ihn zu hinterfragen. Odion öffnete den Reißverschluss der gepolsterten Tasche und holte eine Batartrommel in Form einer Sanduhr daraus hervor. Rundherum war sie mit kunstvollen Zeichen versehen. Die Magie, um den Jerush zu uns zu zwingen, liegt in den Symbolen deiner Vorfahren, erklärte er knapp. In Taois Rucksack befand sich weitere Ausrüstung. Er holte die Kiste mit der Armbrust hervor und setzte sie mit eingeübten Handgriffen schnell zusammen. Zum Schluss legte er einen der 6 Bolzen mit Spitzen aus purem Eisen in den Lauf und steckte sich die 5 anderen in den Gürtel. Die Armbrust ist bereit. Gib mir den Ring und halte dich im Hintergrund. Odion deutete in die Richtung, aus der sie die Lichtung betreten hatten. Ich werde ihn rufen und mit dem Ring festhalten. Du bist der Hinterhalt. Gut? Odion schaute ihn ernst an. Tari nickte. Gut. Es war nicht seine erste Jagd. Sein Lehrer sollte wissen, dass er nicht zögern würde, das Monster zu töten. Ein Lächeln huschte über Odions Gesicht, bevor er wieder ernst wurde. Unterschätze deinen Gegner nicht. Damit legte er den Ringgriff bereit vor sich und begann, auf der Trommel zu spielen. Seine Hand schlug rhythmisch kurz und federnd aufs Fell, sodass ein wundervoller Klang entstand. Die tiefen Basstöne hallten stet und durchdringend wie ein Ruf in den Wald. Dann begann Odion in der Sprache der Initiierten zu singen. Während sein Lehrer sich auf den Ruf konzentrierte, zog Tari sich mit der Tasche an den Rand der Lichtung zurück. Die Magie war in der Trommel eingelassen, aber es bedurfte des Willens des Spielers, um sie zu aktivieren. Ein Wille und ein Opfer, das in Blut gezahlt worden war, so band man Magie an Gegenstände. Die Trommel war wie eine Mantramaschine, deren Schwingungen mit Tari interagierten und erfüllte die Veränderung, die sie hervorriefen. Die Trommelmusik gab den Geräuschen des Dschungels um sie herum einen Rhythmus. Er musste aufpassen, dass seine Wachsamkeit nicht schwand. Der Werwolf war zwar gezwungen, dem Ruf der Trommel zu folgen, aber er war in keiner Weise an den Trommler gebunden. Ihr Ruf würde den Jerush in Rage bringen und mit wütenden Werwölfen war nicht zu spaßen. Odion machte sich zum Ziel dieser Wut und Tawe beneidete ihn nicht darum. Aber wenn es sein müsste, würde er ohne Zögern an Odions Stelle treten. Dann hörte er das zornige Aufheulen des Dämons tiefer im Urwald und realisierte, dass der Junge jetzt in noch größerer Gefahr sein musste. Hatte Odion das bedacht? Wenn ja, nahm er es in Kauf. Aber Tari konnte das nicht. Er konnte nicht herumsitzen und auf das Monster warten. Das sind Marie und Tari. Und die kannst du jetzt bitte auch gleich mal vorstellen, deine beiden Figuren. Sehr gerne. Also, es gibt mehrere Perspektiven in dem Buch, wie man jetzt schon gemerkt hat. Und die erste ist von Marie. Sie ist für die Protagonistin, die ich jetzt im zweiten Teil dann vorstellen werde, der Auslöser für ihre Reise. Und Marie lernt man schon im Seelenbinder, also in Buch 1, kennen. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich neugierig auf diese Figur und deswegen kommt sie jetzt in Buch 2 vor. Ich wollte wissen, wie ihre Reise verlaufen ist. Und das erfährt man sozusagen in ihrer Perspektive. Genau. Es ist so, dass ich jetzt in Buch 2 mit anderen Protagonisten die Geschichte weiterschreibe, weil ich mit den Protagonisten aus Buch 1, von denen brauchte ich eine Pause. Das war mir so klar irgendwie, weil ich mich so lange mit denen beschäftigt hatte, dass ich einfach was anderes brauchte. Ja. Und Lilo war eine der Figuren, die mir schon lange im Kopf herum geisterten. Und ich weiß auch nicht, ob Autoren irgendwie so schizophren sind, so irgendwie geheim schizophren, weil ich habe so viele Figuren im Kopf, die sich mit mir unterhalten. Und und da hat sich dann halt irgendwie Lilo aufgedrängt und ich habe eine Geschichte für sie sozusagen erdacht. Und aus ihr heraus haben sich dann die anderen Figuren sozusagen noch gefunden und eine davon ist halt Tawe, ja. Und er ist mir sozusagen eingefallen, als ich mich mit jemandem aus dem kamerunischen Königshaus, habe ich so ein Interview geführt, den habe ich kennengelernt und er hat mir halt von
erzählt, wie es so ist, in Kamerun ein Prinz zu sein und wie riesig diese Familie ist. Und ich habe ihn so ein bisschen beobachtet und irgendwie, das war so richtig nett und super interessant, weil es war halt nicht, sagen wir mal so, der Standardprinz. Ja, ich meine, wie viel wissen wir über afrikanisches Prinzendasein? Also das war einfach sehr interessant zu sehen. Und deswegen habe ich jetzt Tawe halt diesen Hintergrund gegeben, dass er Teil eines Königshauses ist, eines von mir erfundenen Königshauses, muss ich da zugeben. Ja, also es ist jetzt Punt, das, so habe ich es genannt, das ist ein verlorenes Königreich, so ähnlich wie Atlantis. Ja, ist auch so ein mysteriöses Königreich, was es mal gegeben hat, was die Ägypter kannten. Und ich habe mir jetzt halt gedacht, nö, ja, das gibt's noch. Und Tawe ist halt Teil von diesem Königshaus. Genau, und das ist jetzt in Kamerun. Ja, das ist so, ich hatte einfach Lust, diese Figur des Prinzen mal mit einem anderen Hintergrund auszustatten, nämlich einem afrikanischen, weil ich ja diese Voodoo-Gesellschaft auch hatte, die, also aus Buch 1, die sozusagen diese Richtung jetzt ja schon vorgegeben hat. Und genau, und er ist natürlich jetzt, hat er auch seine eigene Magie und die würde er jetzt demnächst auch anwenden, aber das habe ich jetzt noch nicht vorgelesen. Also das kann dann jeder, den es interessiert, gerne nachlesen. Ja, also es geht jetzt auch nicht darum, dass er, also was mir an diesem Prinzen, an dieser Figur wichtig ist, das ist eigentlich weniger jetzt, dass er der Thronanwärter ist oder auch nicht. Es geht nicht um Macht und Geld, sondern vielmehr um seine Tugendhaftigkeit. Ja, also es ist so wie Prinzessinnen ja einem gewissen Typus und Charaktereigenschaft zugesprochen werden, sollte das ja eigentlich auch für Prinzen gelten, ja, oder gilt es ja auch, ne, für Prinz Charming. Und das ist eigentlich so das, was mich so an ihm ein bisschen gereizt hat. Genau. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, zu den drei Perspektiven, die ich jetzt erstmal vorstellen werde. Magst du uns vielleicht noch verraten, wo dein Buch spielt? Da die Runenhexe Buch 2 ist von aus meiner Berlin Haunted Serie, spielt es halt hauptsächlich in Berlin, genau. es ist ja Urban Fantasy, das heißt, ich habe immer dieses urbane Setting, was, ja, ich glaube, so jeder Urban Fantasy-Fan irgendwie auch gerne sieht. Und ich wollte halt, ja, ich habe mich halt für Berlin entschieden, weil ich aus Berlin komme, Berlin kenne und ich finde, es gibt viel zu wenig Urban Fantasy-Serien über Berlin. Genau, und deswegen spielt jetzt die Runenhexe auch in Berlin. Diese Haiti-Szene, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist, glaube ich, auch so eine der einzigen Szenen, die woanders spielen. Wie geht's denn jetzt weiter? Magst du weiterlesen? Ja, sehr gerne. Moment, jetzt geht's mit unserer Protagonistin hier weiter, mit Lilo, über die ich schon sehr viel geredet habe und die jetzt auch mal zu Wort kommt. Lilo, Berlin, heute, Oktober. Sie läuft durch einen Urwald. Überall Blätter und Äste, Puppen und Vogelkäfige hängen an den Bäumen. Es ist so schwül, sie kann kaum atmen. Mein Kind! Die Hexe ruft nach ihr. Im nächsten Moment prallt sie an eine Glaswand. Angst steigert sich zu Panik. Sie versucht, am glatten Glas emporzuklettern. Wie verzweifelt, wie lächerlich. Ihr Rock ist zu eng. Hinter ihr gluckst jemand. Die Hexe lacht sie aus. Es gibt kein Entkommen. Die Hexe wird sie holen. Siehst du nicht, wie ähnlich wir uns sind? Du könntest meine Tochter sein. Dann packt die Hexe sie an ihren langen Haaren und zieht sie mit sich. Sie kommt nicht los, kann sich nicht wehren. Du wirst meine Tochter sein, befiehlt die Hexe. Furcht umklammert ihren Körper und lässt sie erstarren. Sie kann nicht entkommen. Dafür wird die Hexe sorgen. Schweißgebadet schnellte Lilo aus ihrem Bett hoch. Wo bin ich? War ihr erster Gedanke. Jede Nacht derselbe Albtraum. Sie war wie gerädert, erschöpft bis auf die Knochen. Wie spät war es? Sie tastete nach ihrem Handy auf dem Beistelltisch. Ein Blick verriet ihr, sie hätte noch eine volle Stunde schlafen können. Völlig ausgebrannt ließ sie sich zurück auf ihr Kissen fallen. In Gedanken wiederholte sie ihr Mantra. Du bist nicht mehr dort. Die Hexe ist tot. Du hast überlebt. Alles ist gut. Langsam trocknete ihr Angstschweiß in der Bettwäsche. Sie spürte die kalte Luft beim Einatmen. Ganze Frösteln. Aber ihre Glieder waren tonnenschwer. Sie brachte weder Arme noch Beine dazu, die Decke über sich zu ziehen. Bald gewann die Erschöpfung die Oberhand. Die Augen fielen ihr zu.
Die Gedanken drifteten weg. Als der Wecker läutete, stöhnte sie frustriert. Nach weiteren 5 Minuten setzte sie sich unter Zwang auf. Die Decke rutschte vom Bett. Leo spürte die Dielen an ihren Fußsohlen. Ein Schauer lief durch ihren Körper. Es war so kühl im Zimmer. Im Oktober war es kalt geworden in Berlin. Sie durfte nicht vergessen, abends die Heizung anzustellen. Wie aus dem Nichts überfiel sie die Angst erneut. Sie sprang auf, lief ins Badezimmer, kontrollierte ihr Spiegelbild. Müde sah sie aus. Jegliche Sommerbräune war ihrem blassen Teint gewichen. Die dunklen Augenringe waren im grellen Spiegellicht deutlich zu erkennen. Um etwas Farbe auf die Wangen zu bekommen, wusch sie ihr Gesicht mit kaltem Wasser. Danach fühlte sie sich gleich besser. Sie betrachtete ihre Haare. Ihr zottliger Bob war lila gefärbt. Am Hinterkopf fand sie eine längere Strähne, die sie mit einer Schere zurückschnitt. Es war eine Bastelschere. Die Stoffschere hatte ihre Mutter ihr weggenommen, nachdem sie versucht hatte, das Tattoo auf ihrer Hand damit rauszuschneiden. Nur ihren Pony ließ sie gerade so lang, dass er das tätowierte Zeichen auf der Stirn überdeckte. Erst als sie mit der Rollbürste und Föhn ihre Frisur in Form gebracht hatte, wurde sie allmählich ruhiger. Zur Sicherheit legte sie noch eine Schicht Make-up auf und schminkte ihre Augen tiefschwarz. Nichts sollte mehr an das Mädchen erinnern, dessen Haare der Hexe so sehr gefallen hatten. Auch bei ihrer Kleidung war sie sorgfältig darauf bedacht, die Male an Hals und Händen unter einem schwarzen Rollkragenpullover und lila Handstulpen zu verdecken. Die enge Jeans und der Hoodie, den sie überzog, kaschierten jegliche Ähnlichkeit mit ihrem früheren Ich. Als sie die Socken anzog, hielt sie kurz inne. Der kleine Zeh vom linken Fuß fehlte schmerzlich. Schon hallte der morgendliche Ruf ihrer Mutter aus der Küche. »Lieselotte, Frühstück!« »Gleich!« Schnell steckte sie den verstümmelten Fuß in die Socke und schlüpfte in ihre Hausschuhe. Beim Laufen fehlte der kleine Zeh noch immer. Ihr war nie klar gewesen, dass er tatsächlich eine Funktion hatte. Wahrscheinlich war niemandem klar, wie sehr etwas so Kleines fehlen konnte, bis es weg war. Sie warf noch einen raschen Blick durch das Fenster. Ihr Zimmer lag im hinteren Teil der Wohnung. Sie schaute auf die Straße hinaus. Draußen wurde es gerade hell. Der Burgerladen gegenüber hatte noch die Rollläden unten. Jetzt lief sie durch den Flur in die Küche. Das Mahlen der Kaffeebohnen in der Maschine dröhnte durch den Raum. Es roch verführerisch. Ihre Mutter Irena stand am Fenster und goss sich Milch in den Kaffee. »Ist der für mich?« Ihre Mutter sah auf und lächelte. »Da bist du ja, meine Kleine. Nein, deine läuft gerade durch.« Lilo wartete, bis ihre Mutter die aufgeschäumte Milch zu dem Espresso hinzugefügt hatte, bevor sie sich an den Küchentisch setzte. »Du siehst müde aus, mein Engel. Hattest du wieder diese Albträume?« »Nicht so schlimm. Langsam gewöhne ich mich dran.« Sie versuchte zu lächeln, aber ihre Mutter durchschaute die Farce. »Halte durch, du darfst nicht aufgeben. Heute rufe ich nochmal bei der Krankenkasse an. Die müssen einen Therapeuten für dich finden. So geht das nicht. Du brauchst einen Profi. Ich weiß nicht, wie ich dir...« Mitten im Satz brach sie ab und schaute hilfesuchend zum Fenster hinaus. Lilo trank ihren Latte Macchiato. »Ich gehe heute in die Uni. Um 10 beginnt ein neuer Kurs, den ich belegt habe. Ich glaube, der ist interessant.« Erleichtert atmete Irina auf und drehte sich lächelnd um. Doch ihre Augen verrieten den Schmerz, den es ihr bereitete, ihrer Tochter nicht helfen zu können. Lilo hasste es, wenn ihre Mutter sie so ansah. »Gut, sehr gut. Geh zur Uni. Das ist gut.« Irina bedachte sie mit einem hoffnungsvollen Blick und trank einen weiteren Schluck Kaffee. Sie konnte sehen, dass ihre Mutter jedes weitere Wort im Kopf überdachte und dann zu dem Entschluss kam, besser nichts mehr zu sagen. Irina hatte sich eingestehen müssen, dass sie ihre Tochter nicht beschützen konnte. Es zerstörte sie ebenso, wie die Hexe Lilo zerstört hatte. Und es hielt sie beide in einer Starre gefangen, die Lilo kaum noch ertrug. Der Moderator vom Frühstücksradio erzählte gerade, dass die Zombie-Apokalypse allem Anschein nach beendet sei, da seit mehr als 12 Wochen keine neuen Fälle mehr gemeldet worden waren und die Betroffenen aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Der Moderator vermied geschickt zu erwähnen, dass die sogenannten Betroffenen nicht als Gehalt entlassen, sondern vielmehr in Pflegeheime abgeschoben wurden, fiel Lilo auf. »Du gehst heute aber auf keine Party.« Lilo schüttelte den Kopf. »Warum fragst du?« »Naja, es ist Halloween und das wird mittlerweile ja auch bei uns immer häufiger gefeiert. Allerdings verstehe ich gar nicht, warum.« »Die Leute verkleiden sich halt gern. Als Horrorgestalten? Was für ein Unsinn.« Irena schüttelte den Kopf. »Versprich mir heute wirklich zu Hause zu bleiben, ja? Du weißt, wie ich...« Das Klingeln eines Handys von außerhalb der Küche unterbrach sie. »Das ist meins.« Lilo sprang auf und eilte mit der Kaffeetasse zurück in ihr Zimmer. Sie fühlte sich geradezu befreit. Ihr Handy war noch an das Ladekabel gesteckt und lag auf dem Nachttisch.
Es war Sibelle, ihre einst beste Freundin, aber nach dem Erlebnis mit der Hexe und den Untoten hatte sie auch ihre alten Freundschaften überdacht. Wenig enthusiastisch nahm sie den Anruf entgegen. Sibelle legte los, bevor sie auch nur Hallo sagen konnte. Hey, ich bin Sibelle. Was machst du heute? Du hast nicht auf meine Nachricht geantwortet, deshalb rufe ich an. Lust, mit uns zu Malik ins Krankenhaus zu fahren? Er soll bald entlassen werden. Vielleicht unsere letzte Chance, ihn zu sehen. Ja, klar. Wer ist noch dabei? Trotz des Kaffees spürte sie wieder diese innere Trägheit, die ihren Körper am liebsten wieder ins Bett gekippt hätte. Hat noch keiner reagiert, aber Olli kommt wohl auch. Der kann dich abholen, wenn du magst. Okay, ich frag ihn. Supi, cool. Ich muss jetzt raus, bin schon am Ernst-Reuter-Platz, hab eine Vorlesung um 8. Bis nachher. Ja, erwiderte sie, doch ihre Freundin hatte bereits aufgelegt. Das Handy zeigte 8.25 Uhr. Sie musste über sie belächeln. Vielleicht tat's gut, den Trupp mal wieder zu treffen. Ihr blieb noch etwas Zeit, bis der Kurs anfing und sie wollte ihren Schurwollmantel enger nähen. Ihre Mutter hatte sie schon darauf angesprochen, dass sie so verloren dann aussehen würde. Wenn sie die Seitennähte enger machte, würde es nicht mehr auffallen, wie viel sie in den letzten Monaten abgenommen hatte. Dann hätte sie weniger Sorgen, hoffte Lilo. Mit einem Seufzer setzte sie sich an ihren Nähtisch, wo der Mantel schon bereit lag. Gestern hatte sie die Stoffe in Position gebügelt. Jetzt musste sie nur noch die Naht setzen. Während sie die Stofffalten unter der Nadel der Nähmaschine zusammenführte, verlor sie sich in dem, was ihre Mutter über die professionelle Hilfe des Therapeuten gesagt hatte. Ihre Gedanken fuhren Karussell. Was soll ich dem erzählen? Was würde der von meiner Geschichte halten? Der würde mich einweisen. Ich müsste dem was vorlügen. Der Stoff wurde dicker. Sie presste die Fußpedale der Nähmaschine fester. Sie wollte gar keinen Therapeuten. Die glaubten nicht an Hexen. Voller Wut presste sie den Stoff zwischen Nähfuß und Stichplatte hindurch. Die würden daraus so einen unterbewussten Freudkram ableiten. Aber die Hexe war real. Mit einem Knirschen verbog sich die Nadel im Stoff. Fuck. Frustriert warf sie sich zurück gegen die Lehne ihres Stuhls. War das zum Kotzen? Sie riss das Schränkchen mit ihren Nähutensilien neben sich auf und suchte in den Schubladen nach einer neuen Nadel, fand aber keine. Genervt zog sie den Mantel aus der Maschine und schnitt die überhängenden Fäden mit der Bastelschere kurz. Weit war sie nicht gekommen mit ihrer Naht. Dann stand sie auf, warf sich den Mantel über und prüfte den Sitz in der Spiegeltüre des Kleiderschranks. Es sah kacke aus und sie konnte es nicht ändern. Wütend schleuderte sie den Mantel von sich und griff ihren Rucksack. Es war noch zu früh, um loszugehen, aber sie brauchte frische Luft. Als sie mit ihrer alten Winterjacke aus der Haustür trat, blockierte ein LKW die rechte Spur der Straße. Ein BMW-Fahrer dahinter sah sich gezwungen, ein Hubkonzert zu veranstalten. Die zwei Männer, die die Kisten ausluden, schenkten dem Fahrer des PKW nur ein entschuldigendes Schulterzucken und trugen die Pappkartons weiter in den Laden im Erdgeschoss ihres Wohnhauses. Es sah so aus, als ob der neue Laden, der seit ein paar Wochen renoviert wurde, bald eröffnet würde. Hoffentlich war es etwas anderes als eine Shisha-Bar oder ein Burgerladen. Davon gab es schon welche in der Straße. Überrascht stellte sie fest, dass das Ladenschild an der Tür hing. Holles Wolle. Vor einem Zettel stand, dass Holle heute eröffnen würde. Vielleicht konnte dieser Tag doch noch was werden. Sie beschloss, nach der Uni neue Nadeln für ihre Nähmaschine zu kaufen. Etwas besser gelaunt machte sie sich auf den Weg zur U-Bahn. Sie vertrödelte die Zeit, die sie zu früh losgegangen war, indem sie in der großen bogenförmigen Bahnsteighalle des S-Bahnhof Friedrichstraße ausstieg und über die Friedrichstraße in Richtung Unter den Linden schlenderte. Dieser letzte Tag im Oktober blies kalten Ostwind in die Straße. Der Duft eines Seifenladens wehte ihr zusammen mit dem Herbstlaub um die Nase. Tief in ihrem Hoodie versteckt suchte sie Ablenkung von ihren sich drehenden Gedanken. Doch in den Schaufenstern der Geschäfte entlang der Straße fand sie alles zu bunt, zu eng, nicht warm genug. Schneller als gedacht erreichte sie das Hauptgebäude der Humboldt-Universität. Dort studierte sie Kulturwissenschaften im dritten Semester. In diesem Wintersemester wurde ein neuer Kurs in Philosophie angeboten. Der Beschreibung nach war nur eine Hausaufgabe abzugeben. Sie hoffte auf ein paar leichte Leistungspunkte in ihrem Schwerpunktfach. Nachdem sie eingetreten war, stellte sie schnell fest, dass sie niemanden kannte und suchte sich einen Platz irgendwo in der Mitte, aber am Rand. Langsam füllte sich der Saal. Sie legte ihren Schreibblock bereit. Während sie Datum und Vorlesung notierte, beobachtete sie den Gastprofessor und seinen Assistenten, die am Pult Einstellungen vornahmen. Die beiden wirkten wie ein eingespieltes Team. Sie wechselten kaum ein Wort, gingen vertraut und respektvoll miteinander um. Die Zopffrisur des Assistenten ließ ihn allerdings gar nicht so handsam wirken, wie er gerade rüberkam. Sehr geehrte Studenten und Studentinnen,
Ich begrüße Sie zur Vorlesung dieser zweisemestrigen Veranstaltung. Ich bin Ulion Asante Dembele, Professor der Anthropologie. Mein Assistent Tawe Diabate wird die begleitende Übung an jedem Donnerstag um 16 Uhr halten. Wo diese stattfindet, wird er Ihnen sicher sagen können oder Sie entnehmen es dem Vorlesungsverzeichnis. Eine Liste zur Anmeldung liegt nach der Veranstaltung hier vorne aus. Damit beendete der Professor die Vorstellung und legte los. Sie hatte bereits jetzt jedes Interesse verloren. Zu der Übung würde sie sich nur melden, wenn es für sie Sinn machte. Professor Asante Dembele wiederholte gerade Teile der Erkenntnistheorie von Simmel. Der Mensch ist nicht in der Lage, die Wahrheit als Ganzes zu erfassen, aber Wahrheit ist dennoch nicht willkürlich. Während sie vor sich hinträumte, malte sie auf ihrem Notizblock herum. Irgendwann merkte sie, was sie da zeichnete. Die Linien bildeten eins der Symbole, das sie auf der Haut trug. Sofort riss sie das Blatt aus dem Block und zerknüllte es, als könnte sie es auf diese Weise vernichten. Erschrocken sah sie auf und schluckte, als der Prof in seinen Ausführungen innehielt. Alle schauten in ihre Richtung. Der Prof wirkte entspannt, aber sie erntete einen todbringenden Blick seines Assis. Mann, konnte der böse funkeln, als hätte sie gerade jemanden persönlich beleidigt. Sie murmelte eine Entschuldigung, die dank der Akustik des Saals und der umfassenden Aufmerksamkeit, die ihr gezollt wurde, durch den gesamten Raum hallte. Sie spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen schoss, rutschte noch tiefer in den Klappstuhl und war dankbar, als der Prof mit Kassier fortfuhr. Mit Formgebung geht Sinngebung einher. Erst Formen lassen Bezüge und Strukturen in der Welt erkennen. Symbolische Formen sind somit Grundformen des Verstehens, die universell und intersubjektiv gültig sind und mit denen der Mensch seine Wirklichkeit gestaltet. Was für ein Start. Sie beschloss doch, besser aufzupassen und hörte zu, wie der Prof über magische Symbole afrikanischer Völker erzählte. Ein Volk nutzte solche Symbole, um sich mit dem Land zu verbinden und besser jagen zu können, Heilung für Kranke zu finden, etc. pp. Ein Kommilitone meldete sich und warf ein, dass das auch für die Maori und die Wikinger gelten würde. Dem Prof schien es zu gefallen, dass jemand sich für das Thema begeisterte. Er nickte. Magische Symbole gibt's überall auf der Welt. Alle bewirken Ähnliches. Sie geben Kraft, heilen oder beschützen den Träger. Vor allem aber zeigen sie, welches Verständnis von der Welt der Träger hat. Was ist Wirklichkeit für ihn? Magie gehört zu einer Welt mit mehreren Ebenen des Seins, zu einer geistigen Welt, wenn Sie so wollen. Alles ist miteinander verbunden. Dadurch ist es möglich, Vorgänge und Dinge zu beeinflussen. Auch bei den Maori haben die Hautverzierungen eine im Grunde magische, also über die materielle Welt hinausgehende Bedeutung. Und übrigens, die Tätowierungen wurden nicht durch Stiche und Punkte unter die Haut gebracht, sondern mit Kratz- und Schabwerkzeugen aus den Knochen des Albatros. Die Farben für den Körper wurden aus einem Pilz gewonnen, für das Gesicht wurde Holzkohle genommen. Das war Lilos Weckruf. Sprach der Prof gerade von magischen Symbolen, die in die Haut gekratzt wurden? Sie zog ihren lila Handstulpen ein Stück weit zurück, um das Zickzack-Symbol, das die Hexe in ihre Hand geritzt hatte, zu betrachten. Dabei war von Magie die Rede gewesen. Sie hörte dem Prof nicht mehr wirklich zu, kaute auf ihrer Oberlippe herum, während sie überlegte, wie sie ihn am besten darauf ansprechen sollte. Nach der Vorlesung war sie immer noch hin und her gerissen, ob sie nicht doch abhauen sollte. Schließlich lief sie einfach mit einem Tross Studenten mit, der sich für die Übung in die Liste eintragen wollte. Jetzt kam sie ebenfalls nicht drum herum. Der Assistent ignorierte sie. Wahrscheinlich kotzte er innerlich, weil diese ignorante Studentin in seiner Übung saß. Irgendwie hatte sie es geschafft, einen echt miesen ersten Eindruck zu hinterlassen. Nachdem sie sich in die Liste eingetragen hatte, blätterte sie durch die Bücher, die zur Ansicht auf dem Pult lagen, um Zeit zu schinden. Als der letzte Kommilitone unterschrieben hatte, entschied sie, lieber doch zu gehen. Allerdings stand plötzlich der Assi direkt vor ihr. Das grüne T-Shirt verstärkte noch das extreme Grün seiner Augen. Er funkelte sie an. Sie fühlte sich ertappt. Kann ich dir irgendwie helfen? Du wirkst unentschlossen. Seine Stimme verursachte ihr eine Gänsehaut. Allerdings klang er nicht unfreundlich. Er hatte was sehr Intensives an sich. Vielleicht spürte sie deshalb einen Knoten im Hals. Als er nichts weiter sagte, ihr nur auffordernd in die Augen sah, fasste sie Mut und sprach es aus, was ihr auf dem Herzen lag. Ich wollte den Professor fragen, ob er diese Art von Zeichen schon mal irgendwo anders gesehen hat und ob er mir sagen kann, was sie bedeuten. Damit zog sie ihre Kapuze zurück und schob ihren Pony nach hinten. Der Assistent trat einen halben Schritt zurück und schaute direkt auf das sternförmige Symbol auf ihrer Stirn. Ulion, kommst du mal kurz? Ich meine, Professor Asante Dembele. Wusste ich doch, dass die sehr vertraut miteinander sind, dachte sie. Der Prof nahm seine Mappe vom Tisch und kam zu ihnen herüber.
Was gibt's denn für Unklarheiten? Sie hat so was Ähnliches wie ein vereinfachtes Aegis Shalmur auf der Stirn tätowiert und fragt, ob du die Bedeutung kennst. Interessant. Asante Dembele trat näher. In seinem Blick lagen Zweifel. Allmählich wurde ihr die Aufmerksamkeit, die sie erregte, unangenehm. Das ist kein Aegis Shalmur. Es sieht auch nicht wie ein professionell gestochenes Tattoo aus, um ehrlich zu sein. Wie sind Sie dazu gekommen? Das wollte sie gar nicht erzählen. So weit war sie noch nicht. Ich möchte nur wissen, ob Sie so etwas schon mal gesehen haben, weil Sie meinten, also ich hatte den Eindruck, dass Sie sich mit den Symbolen auskennen. Sie hat gesagt, das wäre magisch. Schamesröte stieg ihr in die Wangen. Durch eine ruckartige Kopfbewegung ließ sie ihren Pony wieder in die Stirn fallen. Magisch, wiederholte der Prof, und es klang spöttisch. Dann tippte er wohl etwas in sein Telefon. Ich verstehe nicht, was Sie von mir erwarten. Mein Rat wäre, es von einem Dermatologen mit einer Laserbehandlung entfernen zu lassen. Wenn Sie Fragen zu den Inhalten meiner Vorlesung haben, kommen Sie bitte in meine Sprechstunde. Da können wir dann gerne über Ihre Rune reden. Tavi gibt Ihnen einen Termin. Dafür erntete er einen verständnislosen Blick von seinem Assistenten. Der hatte sie aber schnell wieder unter Kontrolle. Okay, machen wir einen Termin, erwiderte er und zückte sein Telefon. Ihr Name? Damit wandte er sich direkt an sie. In diesem Moment fühlte sie sich wie ein dummes Kind. Was hatte der Prof gesagt? Es ist eine Rune, dachte sie aufgeregt, verzog dabei aber keine Miene. Wie ferngesteuert gab sie dem Assi ihren Namen und vereinbarte einen Termin, den sie sofort wieder vergaß. Sie sind Tawe, nicht wahr? Meinte sie noch. Für Sie, Herr Diabaté, konterte er so abweisend, wie sie es zu Beginn erwartet hatte. Wie verzweifelt war sie eigentlich? Was hatte sie sich gedacht? Jetzt, da er ihr entstelltes Gesicht gesehen hatte, fand er sie sicherlich so widerlich wie sie sich selbst. Es war ja auch nicht gut gestochen, sah aus wie ein Knast-Tattoo. Kein Wunder, dass der Prof empfahl, es weglasern zu lassen. Augenblicklich schämte sie sich, weil sie ihn angesprochen hatte. Und dann hatte sie auch noch das Wort magisch benutzt. Natürlich hielten die sie für bescheuert. Sie war so dämlich. Ich war mal anders gewesen, klagte sie stumm. Aber das hat die Hexe kaputt gemacht. Das Gedanken- und Gefühlschaos brachte sie total durcheinander. Wortlos zog sie sich die Kapuze über den Kopf und machte, dass sie fortkam. Sie würde weder den Termin wahrnehmen, noch je wieder die Vorlesung besuchen. Sehr interessant, was du da geschrieben hast. Dankeschön. Wir müssen jetzt aber auch mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Sehr gerne. Ja, wie ist es entstanden? Also, es fing eigentlich mit Lilo an. Sie war als erstes da, der Name war als erstes da. Und ich wollte eine moderne Hexe erschaffen, die die Eigenschaften hat, die den damaligen Hexen zur Last gelegt wurden. Also sie spricht mit Tieren, sie hat Visionen, sie bezirzt unschuldige Männer, solche Sachen. In einem ersten Entwurf war sie auch noch ganz anders. Sie lebte mit einer Freundin in einer WG und hat an einer Supermarktkasse gearbeitet. Da hatte sie auch noch Dreadlocks, aber Olli hat schon Dreadlocks, den kennt man aus Seelenbinder, und da wollte ich jetzt nicht noch eine Figur haben, die sich da so die Haare hat. Und so hat sich das dann im Laufe eigentlich eines Jahres verändert. Und ich habe mir halt von ihr ich wollte jetzt, im ersten Buch habe ich im Grunde eine Heldenreise beschrieben, ja, also ganz klassisch. Und in diesem zweiten Buch habe ich einfach mal eine andere Plot-Variante versucht. Und da ich halt diese Hexe hatte, diese junge Hexe, ist es meiner Meinung nach eine Coming-of-Age-Geschichte geworden. Also jedenfalls ist das so der Bogen, den die beiden Protagonisten, die ja jetzt ein bisschen jünger sind als die im Seelenbinder, die nehmen. Genau, also passend zum Thema Hexe, verändern die sich, also werden die so, also emanzipieren die sich sozusagen, und Tabi auch genauso. Ja, also sie machen eigentlich, die Auslöser für ihre jeweiligen Reisen. Ja. Genau, und so hat sich das dann entwickelt. Dann kam eins zum anderen. Ich habe schon erzählt, dass ich dieses Interview hatte, und das inspiriert dann. Genau, dann träumt man sich sowas zurecht. Na, das hört sich doch spannend an. Ja, das war es auch. Ja, das kann ich mir bildlich vorstellen. Wie sieht denn dein perfekter Schreibtag aus?
Mein perfekter Schreibtag. Also ich muss sagen, der beginnt eigentlich mit einem Spaziergang mit meinem Hund in einem Park hier in der Umgebung, wo ich Musik höre und mich über Szenen sinniere und die Figuren mit mir reden oder miteinander interagieren. Und genau, ich laufe also so durch den Park, höre Musik, achte nicht weiter auf meinen Hund. Der macht so seins. Und genau, und so laufen halt diese Geschichten ab. Und dann, wenn ich zu Hause bin, kann ich mich direkt an den Computer setzen und die Szene dann erstmal runterschreiben, so schnell ich kann. Und sobald ich in diesem Flow bin, folgt dann halt auch eine Szene auf die andere. Genau. Und das macht einfach Riesenspaß. Also wenn man dann erstmal so eine Geschichte entwickelt, dann ist das einfach ein unglaubliches Hochgefühl. Ja, das ist ja wirklich schön. Und das mache ich dann für mehrere Stunden, bis ich wirklich Hunger kriege. Und dann, das ist meistens so um 2 oder 3, dann mache ich mir was zu essen, mache nochmal eine kleine Runde mit dem Hund. Und meistens kommen dann immer noch so, ja, meine Familie meistens wieder nach Hause. Und wenn ich richtig gut bin, schaffe ich es dann abends nochmal. Also wenn die Geschichte mich wirklich nicht loslässt und ich ein bisschen Zeit habe, dann setze ich mich abends nochmal ran und dann habe ich ja so ein paar tausend Wörter geschrieben und dann fühle ich mich schon sehr, sehr erfolgreich. Es geht leider nicht jeden Tag so, aber das sind die richtig perfekten Tage, muss ich sagen. Wie ist das bei dir? Planst du oder schreibst du einfach drauf los? Also ich plane schon. Ja, ich habe so eine gewisse Vorstellung, was für einen Plot ich verfolge, also wie meine Figur sich entwickelt, wie was für Erkenntnisse sie so hat, wo die Wendepunkte sind. Das sind meistens so 8 Stück. Ja, also wenn man das so ein bisschen die Theorie dahinter kennt, mache ich das habe ich halt so den Hook und den ersten Wendepunkt, den Mittelpunkt, den zweiten. Und da weiß ich sozusagen die großen Set-Pieces. Und die muss ich dann verbinden. Das ist eigentlich so das ist dann dieses Drauf-Losschreiben. Ne? Wenn ich sozusagen dieses Set-Piece einmal erreicht habe, führe ich sozusagen dann logisch weiter, wie es weitergehen könnte oder wo ein Cut ist und arbeite mich dann sozusagen zum nächsten vor. Und das ist dann sozusagen diese kreative Phase zwischen den Set-Pieces. Genau. Ja, und meistens arbeite ich chronologisch auf jeden Fall, weil bei jeder Planung muss ich auch gestehen, dass also Plan ist immer nur so gut wie die nächste Idee. Und von daher fasse ich meinen Plan auch schon immer mal wieder an. Wenn ich jetzt überlege, wie die Runenhexe eigentlich hätte laufen sollen und wie sie jetzt letztendlich geworden ist, ja, schön, dass ich einen Plan hatte. Aber ja, genau, also ich versuche da schon irgendwie das zu steuern, aber ich vertraue dann auch ganz doll meiner Muse. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Bei Social Media bin ich hauptsächlich auf Instagram, muss ich sagen. Ich habe auch Facebook, aber ich vergesse immer da reinzugucken. Also Social Media bin ich nicht so der Held, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist eher, also ich habe meine Webseite mit einem Newsletter, wo man auch eine Kurzvorstellung dann zugeschickt bekommt und ein bisschen ein paar Informationen, Hintergrundinformationen zu meinen Büchern, wo ich recherchiert habe, was ich so für Ideen habe und was mich gerade so bewegt sozusagen. Und genau, das ist also am besten, glaube ich, wahrscheinlich Instagram, aber ansonsten halt über die Webseite und die Newsletter. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Mein Buch kann man tatsächlich überall im Handel bestellen. Also manch eine Buchhandlung hat es auch ausliegen. Ihr dürft mir auch gerne schreiben, wenn ihr es irgendwo im Laden findet. Das würde mich auch total freuen, wenn ich wüsste, wo das so angekommen ist. Also ich weiß, ein paar Händler haben es bestellt. Aber gerne überall im Buchhandel bestellen. Dann natürlich, also ich plane auf meiner Webseite auch noch einen Shop. Aber der ist jetzt noch nicht fertig. Da könnte man es dann halt sozusagen mit Autogramm bestellen, wenn man auf sowas Wert legt. Aber am besten ist es dann wahrscheinlich auch auf Messen. Ja, ich bin jetzt dieses Jahr noch auf der Buch Berlin.
und der Metropolcon, auch hier in Berlin. Und an der Stuttgart-Con bin ich noch angemeldet. Das sind so die drei Messen, die ich jetzt geplant habe. Letzte Woche, glaube ich, ist das her, zwei Wochen vielleicht, war die Buchpassion in Bremen. Die ist jetzt schon vorbei und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da kommt man auch mal sehr schön ins Plaudern über die Bücher und über Bienenhaltung irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich muss mehr Insekten in meinen Büchern einbauen. Darüber ja, kann man sich auch sehr gut mit mir unterhalten. Genau, also so über Messen oder halt überall im Handel. Da kann man sie bekommen. Kommen wir schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Was ich mir wünsche, sind natürlich gute Rezensionen. Das hilft jedem Self-Publisher, glaube ich, am meisten, so, dass immer mal wieder gute Rezis kommen. Dann würde ich mich total über ein Newsletter-Abo freuen, wenn euch die Geschichten gefallen haben und ihr mehr wissen wollt, weil das zeigt mir halt auch, dass da Interesse ist, dass ich es auch weiterschreibe. Ich habe ja gesagt, die Reihe hat noch ein paar Bücher. Und dann natürlich immer Bücher weiterempfehlen, verschenken und drüber reden. Das würde mich mega freuen. Ja. Ja, Fabienne, vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst. Es hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, du kommst auch bald wieder. Oh ja, das hoffe ich auch. Also ich plane jetzt gerade, ich bin ja schon am Schreiben vom dritten Buch und das werde ich dann auf jeden Fall auch bei dir vorstellen. Da freue ich mich auch schon drauf, weil es macht immer sehr viel Spaß. Dankeschön, mit dir macht es auch Spaß. Daher lade ich dich jetzt einfach schon mal für Buch Nummer 3 ein. Dankeschön. Ich komme sehr gerne, ich sage schon mal zu. Ich werde sprechen, Mann. Ich hoffe noch dieses Jahr. Okay, würde ich mich sehr freuen. Ja, vielen Dank und ich würde sagen, bis bald. Noch einen schönen Tag. Bis bald. Mach's gut. Ganz, ganz liebe Grüße an alle Zuhörer. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.